mein Gott, nein! Er ist da! Megalodon! Geh weg! Geh weg, Megalodon! Moment, warum habe ich eigentlich eine Maske auf? Warum liegt sie überhaupt so? Ladies and Gentlemen, heute geht es mal wieder um eine gruselige Sache, die ihr liebt, wo ihr gesagt habt, Maki, forsch noch mehr nach, und zwar Megalodon! Ihr alle wisst, das ist der größte Hai, der jemals existiert ist, und anscheinend wurde er erst letztens wieder gesichtet. Denn ihr habt mir ein Video eingeschickt, was heißt Megalodon wurde auf der ganzen Welt gesichtet. Deswegen gucken wir rein, was die jetzt zu uns sagen. Lasst einen Daumen nach oben, das schaffen wir, um immer sicher zu sein vor Megalodon. 4444 Likes. Let's go, baby. Ladies and Gentlemen. Eine mysteriöse Kreatur, riesig. Es geht los. Und tödlich lauert irgendwo im Dunkeln. Die Leute behaupten hier und da auf der ganzen Welt einen Riesenhai gesehen zu haben. Nein! Vielleicht ist es der Megalodon, ein uraltes Raubtier, von dem angenommen wird, dass es längst ausgestorben ist. Der Megalodon, was übersetzt großer Zahn bedeutet, ist der größte Hai, der jemals die Meere und Ozeane dieser Welt durchquert hat. Er soll vor 23 bis 3,6 Millionen Jahren gelebt haben und war wahrhaftig riesengroß. Sein Biss war stärker als der eines T-Rex. Und kein Wunder, das Tier hatte nicht nur super starke Kiefer, sondern seine Zähne erreichten auch eine Länge von 18 Zentimetern. 18 Zentimeter, Moment, das ist... Das sieht absolut falsch aus, was ich hier gerade mache, oder? Ja, also 18 Zentimeter, Leute, ich, gut, köstlich, schmöchtlich. Regie, kann ich mich da irgendwie noch draus retten? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Gut, wie komme ich denn jetzt wieder aus der Nummer raus? 18 Zentimeter, schaffen wir 18 Abos auf diesem Kanal? Wenn ihr neu seid, lasst jetzt ein Abo da. Wenn wir 18 Abos da sind, dann zeige ich euch was anderes, was 18 Zentimeter lang ist. Oh, verliebt! Diese Box hier, was dachtet ihr denn jetzt, hä? Ist so lang wie ein kleiner Igel. Noch besser war, dass der Megalodon ungefähr 300 Zähne hatte, die in mindestens 6 Reihen wuchsen. Der Hai 300 mal 18 Zentimeter abgenutzt waren. Der Hai selbst konnte bis zu 18 Meter groß werden. Das ist doppelt so lang wie ein Londoner Doppeldeckerbus. Und schwer war er auch noch. Während ein ausgewachsener T-Rex ungefähr 8 Tonnen wog, erreichte der Megalodon ein Gewicht von 50 bis 60 Tonnen. So viel wie afrikanische Elefanten. Maschallah, Masse, Basen, Kick! Der riesige Hai, der wahre König der Ozeane. Er jagte sogar Wale. Sicherlich konnte eine solche Kreatur nicht spurlos verschwinden. Tatsächlich gab es mehrere Fälle, in denen Zeugen sich sicher waren, den gigantischen Meg gesehen zu haben. Jetzt kommt's, Es nicht nur ihre Angst sein, die aus ihnen spricht? Man weiß es nicht. Das ist jetzt ein Fall für Günther Jauch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich vorstellen, wer wird Millionär? Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Günther Jauch. Fragt mich nicht, warum ich eine Banane bin. So sehe ich halt aus, wenn ich hinter der Kamera bei RTL bin. Die heutige Frage lautet, wieso bin ich eine Banane? A, weil ich gerne Bananen esse, oder B, weil ich gern Bananen esse? Wir warten kurz ab. Ja, Publikum entscheidet sich für B, alles klar. Es wäre leider C gewesen. Ey, ich hoffe es! Im Juli 1916 versetzte eine Reihe von Haiangriffen die Wüste von New Jersey in den USA in Angst und Schrecken. Es geschah während einer drückenden Hitzewelle, als hunderte von Strandgängern versuchten, der Hitze in der Nähe des Wassers zu entkommen. Die Leute beschrieben den Täter, der all dieses Chaos verursacht hatte, als einen Riesenhai, der viel größer war als jeder normale. Seitdem diskutieren Wissenschaftler darüber, welche Haiarten an diesen Unfällen beteiligt waren. Megalodon. Die gängigsten Vermutungen waren der Bullenhai und der weiße Hai. Wenn Megalodon. Du in einem tropischen Gewässer irgendwo auf der Welt schwimmst, kannst du auf einen riesigen Hai stoßen. Die Länge des Tieres kann bis zu 12 Meter betragen. Das größte Exemplar, das jemals gesehen wurde, war ein umwerfendes 19 Meter langes Exemplar. Das ist die Länge von 4 großen Flusspferden. Die Kreatur... Da ist jetzt wieder eine unfassbare Länge von 19 Metern. Huch, also, weiß ich nicht, wie soll ich hier, aber... Wo kommt denn die Musik her? Mach doch einer mal die Musik aus! No. Auch ein kolossales, klaffendes Maul. Bis zu 1,5 Meter bei einem großen Exemplar.
Also, warmes Wasser, riesige Größe, beeindruckende Kiefer. Ist es der Megalodon? Ja? Nein. Weiß ich nicht. Nur ein Walhai. Trotz seiner beeindruckenden Masse ist diese Kreatur langsam und absolut sanftmütig. Er kann vielleicht so groß werden wie der einstige Meg, aber lange nicht so schwer. Der Walhai ist ein Filtertier und sein Lieblingsgericht ist Plankton. Dieses Tier hasst außerdem niedrige Temperaturen. Etwas kälter als 21 Grad Celsius. Und es ist mir gerade geklickbaitet worden? Warte mal, die labern die ganze Zeit. Megalodon wurde gesichtet, Megalon wurde gesichtet und jetzt gucken wir irgend so einen Hai an, der mit seinem Staubsaugermaul Plankton einsaugt. Also ich bin verwirrt. Ist Megalodon? Warte mal, das Video geht ja noch ein bisschen. Das ist bestimmt, die wollen uns gerade heiß machen und jetzt gleich kommt Megalodon um die Ecke. Ich spüre es. Okay, wir gucken. Du kalt für den Hai. Die ersten Bilder eines riesigen Hais, der unweit der Insel Guadalupe umhertrieb, erschienen im Jahre 1999. Die Kreatur trägt den Namen Deep Blue. Er konnte von anderen seiner Art durch ein Wellenmuster, das seinen grauen Rücken und weißen Bauch trennte, unterschieden werden. Aber obwohl einige Leute behaupteten, es könnte der berüchtigte Megalodon sein, kamen Experten zu dem Schluss, dass es sich um einen weiblichen weißen Hai handelte, den größten. Wieso denn schon wieder Clickbait? Die durchschnittliche Länge eines männlichen weißen Hais beträgt 3 bis 4 Meter. Weibchen sind größer. Weißer Hai. Bis 5 Meter. Aber Deep Blue erreichte eine Länge von 7 Metern. Kein Wunder, dass die Menschen verwundert waren. Zum letzten Mal wurde Deep Blue 2013. Aber sieh mal, es gibt noch einen Jumbo-Hai, den man in jedem Teil der Welt treffen kann. Die größten Exemplare sind 10 Meter lang und wiegen etwa 5 Tonnen. Nach der Größe des Hais zu urteilen, könnte es sein, dass, wenn es nicht der Megalodon selbst ist, es einer seiner Verwandten ist. Und wie... Ja, aber das ist doch Verwandtschaft, Digga, nein! Ich will Megalodon sehen! Zeigt mir jetzt Megalodon! Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Also, ich muss ehrlich sagen, wir reden hier rum mit Verwandtschaft, hier Vater, da Großvater, Onkel Hans-Peter, der schon wieder vor den Treppen runterfliegt. Wo ist Megalodon? Das ist das Einzige, was ich wissen will. Ich guck so lange, bis der kommt. Aber was, wenn sie recht hatten? Ja, was jetzt? Genau. Der gigantische Riesenhai lebt noch immer. Ja. Haie werfen regelmäßig Zähne ab. Ja. Und ersetzen sie wieder. Das bedeutet, dass Menschen auf der ganzen Welt immer mal wieder riesige Zähne am Strand finden müssten. Die Menschen entdeckten tatsächlich durch die versteinerten Monsterhai-Zähne, dass der Megalodon vor 23 bis 2,6 Millionen Jahren existierte. Ja, Wissenschaftler haben es jedoch nicht geschafft, Zähne zu finden, die jünger als 2,6 Millionen Jahre sind. Ja. Außerdem wäre ein solcher Zahn nicht nur viel größer als ein normaler Haizahn, sondern hätte auch eine erkennbare Form. Hä? Die Experten würden einen solchen Fund nicht verpassen. Ja, und? Wenn es einen Megalodon gäbe, gäbe es auch weitere. Der Megalodon war ein Spitzenpredator. Ja. Das bedeutet, dass es keine anderen Kreaturen gab, vor denen der Hai Angst haben musste. Ja. Er musste wahrscheinlich mit anderen Kreaturen um Nahrung konkurrieren, aber es gab weit und breit kein Tier. Ja, aber okay, warte, heißt das jetzt, den gibt's oder gibt's den jetzt nicht? Ich verstehe gar nichts mehr. Haben die Leute was glaubt ihr, Leute? Haben die Leute einen Megalodon gesehen, der ist wieder abgetaucht und lebt irgendwo in den Tiefen, wo man noch nie mit den Kameras hingekommen ist, so ganz, ganz unten, wisst ihr, dieses ganz tief irgendwo im Ozean, wo noch kein Mensch war? Oder glaubt ihr, der ist ausgestorben und die gibt's nicht mehr? Keine Ahnung, es kann ja sein, dass die sich wegen den Menschen zurückgezogen haben, weil alle Menschen und so die ganzen Gebiete eingenommen haben, Boote fahren rum und so. Wisst ihr, kann ja sein, dass die Angst davor haben. Das weiß man ja nicht. Kann aber natürlich auch sein, dass die einfach nicht existieren, ne? Also, boah, schwierig, ich weiß es nicht. Ladies and Gentlemen, okay, wir halten fest. Megalodon, keine Ahnung, kann da sein, kann hier sein, kann da nicht sein, kann hier nicht sein. Ich weiß nicht, was. Ich habe jetzt schon so viele Videos dazu angeschaut. Keine Ahnung, ob der existiert oder ob es einfach eine Lüge ist und der gar nicht existiert. Ich würde auf jeden Fall sagen, meine Damen und Herren, um immer sicher zu sein, ja, damit ihr nicht einfach vor euch bei der Haustür klingelt, lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos abonnieren nicht vergessen, weil jeder weiß, Megalodons, die können auch laufen und an Haustüren klingeln, das ist keine Lüge. Und dann checkt natürlich noch das letzte Video ab, Dankeschön fürs Zuschauen, hier geht's da drauf, einmal aufklicken, denn da seht ihr mein neues Auto, Dankeschön nochmal von ganzem Herzen für die Resonanz und Dankeschön, für die ganzen gönnerhaften Kommentare, Liebe geht raus an euch, Leute, wirklich, ohne euch, wäre ich absolut gar nichts, deswegen Dankeschön von Herzen. Kuss an euch, viel Spaß mit dem Video. Tschüss.